Dann würde ich mal sehen, gerne, was eine Party hier so abgeht. Was, tanzen? Was soll ich tun? LOL. Sehr nice. Hey, gib mir den Mond. Bevor wir nun in die neue Welt reisen, haben wir noch ein paar kleine Monde zu besorgen. Und zwar fehlen uns noch, ich glaube, exakt 6 Monde. Zum einen haben wir noch diesen Doggo hier, der mir, während ich zurückgelaufen bin, aufgefallen ist. Und ich glaube, wir sollten den mal verfolgen, weil das sieht echt so aus, als ob er uns zu einer Stelle bringt, wo ein Mond versteckt ist. Okay, sollen wir vielleicht hier irgendwie den hier machen? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu gestehen. Ich hoffe mal, er findet was. Nicht, dass wir jetzt umsonst hier hinterhergelaufen sind. LOL! Okay, da haben wir einen Mond, den wir auf jeden Fall noch brauchen. Danke, kleiner Hund. Sehr nett von dir, Mensch. So, und der nächste Mond, der mir noch ein... Also, den ich noch nachgucken musste, weil den hätte ich sonst nicht gefunden, ist... Oder ich schweige, ich hätte auch ja nicht mehr dran gedacht, dass das auch geht. Mit dem Lakito etwas noch zu machen. Wir hatten ja beim letzten Mal nämlich uns hier... einen Fisch geangelt. Und leider gibt's mit diesem Jungen noch eine kleine Mission, die wir machen müssen. Und die ist aber nicht im Wasser, sondern irgendwo hier außen sollte was sein. Nur wo? Ich glaube hier soll... Ja, guck mal, da ist noch ein Riesenfisch. So, jetzt muss ich erstmal wieder rinkommen, wie das funktioniert mit diesem Fischen. Da habe ich ja total noch den Durchblick. Ah, bitte nicht den Kleinen, bitte, ja. Ach, als ob. Ich will nicht. Verschwinde. Nee, verschwinde. Ich will nur den großen Fisch. Und wo ist denn der jetzt hin? Ach, komm. Oh, da. Perfekt. Oh, ja, sehr klug von mir. Auf jeden Fall immer auf den Fisch hauen. Macht sich immer gut. Hallo, verarschen. Oh, ich liebe das Angeln, ne? Das ist so total entspannt. Guck mal, hier ist was Leckeres. Ja. Ja, kleiner Fisch, hau ab. Ich mach aus die Hackschnitze, ne? Gut, das hat auf jeden Fall schon mal 100%ig geklappt. Was? Oh mein Gott, das kann jetzt Stunden dauern, ne? Oh, ich hoffe, ich finde den jetzt schnell. Oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich ihn. Komm schon her, ihr. Was, Captain Toad? Was ist denn da? Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, aber mich in diese Schlamasse zu begeben. Aber zum Glück warst du da. Oh hey, ich habe einen Mond unter dem Sand gefunden. Hier, als kleines Dankeschön für die Rettung. Dürfte ich jetzt bitte nie wieder den Lakito machen? Ich mag den nicht. Ich mag das hier nicht. Das stresst mich. Ich will raus aus dem Lakito. Oh mein Gott. So, jetzt können wir hier wieder raus. So, und zwar gibt es hier hinten auch nochmal einen Stern, zumindest Mond, muss ich gestehen. Denn hier habe ich den Peacewitch-Schalter ja das letzte Mal nicht hier angeschaut. Und wenn wir jetzt den Modus hier so anschalten, sollten wir das eigentlich sehen können, ne? Und eigentlich ist das nicht so schwer. Nö, das ist eigentlich voll easy. Oh. Ah, perfekt. Das ist nämlich Tic-Tac-Turnier 2. Das hatten wir das letzte Mal bei dem... Oh, sag mal, hier.
bei dem Vogel gehabt. Genau, die Mission war noch übrig gewesen. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, war noch irgendwo was? Ich muss mal bei dem Vogel kurz vorbeischauen. Wait, was ist denn hier los mit dir? Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an wie wir. Mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Deine gesamte Aufmachung passt so gar nicht. Da fehlt der Pep. Vielleicht schaust du dir mal was von den Einheimischen ab. Aber das ist die Kleidung aus dem Land. Hä? Okay, alleine weil der das jetzt schon erwähnt. Ich schaue jetzt einfach mal im Laden vorbei. Vielleicht gibt es ja da irgendwas Neues. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil das ist genau das, was wir eigentlich gekauft hatten. Hallo? Ich möchte mit dir sprechen gerne. Ah, jetzt. Nee, bei dir gibt's nichts. Dann kann es ja nur bei dir sein. Oh, wir haben es noch nicht gekauft. Ich dachte, wir hatten das jetzt schon gekauft. Oha. Ja, okay, wenn wir so oder so wie die Einheimischen aussehen sollen, dann ziehen wir uns gleich mal um. Auch wenn wir noch nicht alle lila Coins haben, ne? 25, 50. Nee, wir haben noch nicht ansatzweise alle. Uns fehlen, glaube ich, noch irgendwie 24 oder so. Aber ich glaube, das sollte reichen, um da reinzukommen, oder? Kann doch sein, oder? Schön, dann haben wir doch nochmal was herausgefunden, was, sagen wir mal, nicht so, so typisch ist. So, und jetzt? Fetziger Hut, check. Verrückte Poncho, check. Du bist für die Party würdig. Hier, nein, mit dir, mein Freund. Dann würde ich mal sehen, gerne, was in der Party hier so abgeht. Was, tanzen? Was soll ich tun? Lol. Sehr nice. Hey, gib mir den Mond. Tanzen mit den neuen Freunden. Ja, easy. Oh, und unsere Pflanze ist gewachsen. Yes. Dann können wir uns die nämlich auch abholen. Jetzt haben wir auch alle Pflanzen fertig. Das bedeutet, wie gesagt, eigentlich fehlt uns nicht mehr viel, oder? Ich weiß es nicht. Deswegen gucken wir mal nach, was er hier noch sagt. Wonach suchst du denn, hä? Ach, ich weiß. Ich kann's dir verraten, aber ich gebe dir nur einen Hinweis. Geheimraum der Kopfstandpyramide. Oh. Der ist hier irgendwo versteckt. Suche ihn, finde ihn. Okay. Das hört sich schon mal komisch an. Ich werde es dann noch suchen. Aber immerhin wissen wir, wo in etwa. Meine Lieben, was ist das hier? Warum fehlt hier eigentlich eine Statue? Mir fällt das jetzt gerade auf, weil ich hier oben... Ich wollte ja sowieso zur umgedrehten Pyramide. Bin hier oben angelangt und sehe gerade glatt, dass es hier so einen Aufgang gibt und keine Statue steht. Und überall sonst stehen Statuen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, alleine weil das schon so ein Transport ist, dass vielleicht der Kater da oben hin muss. Also Miauxi hin muss vielleicht. Also ich könnte mir das jetzt mal vorstellen. Ich probiere es einfach. Wir rufen mal Miauxi und dann gucken wir mal, ob er irgendwas bringt. Ja doch, der muss safe da hoch. Ja, okay, alles klar. Ich kenne diesen Ort, aber meine Tage des Ölen herumstehen sind endgültig gezählt. Da ist nämlich den Mond, den ich haben wollte. Und dieses Geheimding, wenn wir uns jetzt auch näher angucken. Der kann ja nur hier irgendwo unten sein. So, mal schauen. Aber wie komme ich lähmend zurück? Das ist die Frage eher. Oder lähmend dorthin. Ach, vielleicht so. Weil ihr könnt mir vorstellen, was jetzt ziemlich dumm ist.
Ich wollte gerade sagen, was ziemlich dumm wäre, wenn man da durchkommt. Okay, das war sehr glücklich gewählt, die Passage hier. LOL. Das wäre aber auch das Einzige, was mir jetzt nur eingefallen wäre, also vom Sehen her. Vielleicht hätte ich noch die andere Seite probiert, aber... Okay. Weil sonst wären wir ja nicht... Wir wären ja nirgendwo wieder zurückgekommen. Hätte ja nur noch da sein können. So, jetzt ist die Frage, wir müssen jetzt... Irgendwie wieder hier zurück. Und dazu brauchen wir dich, kleiner Kugelwilli. Oh, danke schön. Oh, lol. Ich sehe gerade, hier oben können wir uns auch noch ein paar lila Münzen abholen. Aber ich würde gerne mal was austesten. Er hat mir ja letztes Mal die Fragen beantwortet. Ist der denn, kann man den nochmal? Weil wir haben ja jetzt mitgekriegt, dass schon öfter mal so zwei Monde verteilt werden. Und vielleicht hat der die Sphinx doch noch was für uns. Das Beantworten von Fragen scheint ein Hobby von dir zu sein. Hm? Nun, lass uns sehen, was du wie es dir mit der nächsten Eier geht. Es galoppiert geschwind über den Sand. Wie viele Münzen werden für einen Ritt auf seinen Rücken gefordert? Also gehen wir mal logisch vor, ne? Eine Münze zu wenig. Eine Million? Ich glaube, nee, das geht ja nicht. So viel kann man ja nehmen. 100 Münzen? 30 Münzen ist nur noch die einzige Chance, die ich habe. Und ich denke mal, die werden keine 100 Münzen dafür bezahlen, oder? Ich sag mal 30. Okay. Sehr wohl. Du bist ein beachtlicher Charakter. Aber mehr nicht. Wenn du Fragen so sehr begehrst, dann hätte ich eine weitere für dich, Reisender. Mal sehen, ob du die dritte dich weiterbringt. Oh, okay. Krass, er hat noch welche. Der fremde Besucher, der mit dem Auto seine Reise betritt. Was behinderte sein Fortkommen? Naja, Eis. Okay, aber irgendwas muss man dafür kriegen. Die folgende Frage habe ich mir für einen besonderen Moment aufgespart. Höre gut zu. Wie viele Statuen der galoppierenden Wüstenvehikel befinden sich oben auf der Kopfsteinpyramide? Nein! Oh, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sind das 6? Oder 8? Warte mal, eine Pyramide. Doch, die hat 6 Ecken. Na klar. Aber warte mal. Zählt denn auch... Nee, warte mal. Die Pyramide... Die muss nochmal daran überlegen. Die Statuen. Und wir haben eine Statue weniger, weil... Enea fehlt, wegen Miauxi. Dann sind es 5. Vor allem, ja doch, müssen ja 5 sein. Sieht logisch aus. Das ist wahr, aber... Hast du wirklich gewusst? Einst waren dort 6. Eine verschwand und es blieben nur noch 5 zurück. Hast du geraten? Du hast geraten, nicht wahr? Du bist ein ratender Reisender. Ausgebufft noch dazu. Ja, nee, wenn man jetzt nicht da oben schon eben war, dann muss man das wissen. Wie beharrlich, sehr wohl. Es ist Zeit, dich der entscheidenden Prüfung zu unterziehen. Hier kommt die letzte Frage. Und bitte kein planloses Raten, ja? Wie lautet mein Name? Sphinx? Boah, alle Antworten sind wahr. Nun ja. Jeder findet früher oder später seinen Meister, schätze ich. Sehr gut geantwortet, nimm dies. Okay, das war auch gut, dass ich da nochmal hingegangen bin. Ich habe keine Fragen mehr, die ich dir stellen kann. Sehr gut, so können wir das also herausfinden, dass er nichts mehr hat. Okay, dann würde ich gerne dort oben zu diesen lila Coins hinkommen. Fragt mich nicht wie. Ich glaube aber, wir werden mal uns da oben hin teleportieren. Dann können wir von oben nämlich runterspringen einfach. YOLO-mäßig. Und dann fehlen uns eigentlich auch nicht mehr so viele Sachen. Also ein paar lila Coins safe noch. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Bitte nicht so viel runterfallen. Mario. Ah, perfekt. Also 97 haben wir. 80 meine ich. Okay, wo sind die Resten dann? Ich schaue mich mal noch mal ein bisschen weiter um. Ich glaube, irgendwas habe ich verpennt.
LOL! Warte mal, was? Ich wollte gerade alle Kakteen umnieten, aber den kann man ja einfach wegbewegen. Ey, wie soll man denn darauf kommen? Gut, wenn man durch die Wüste rennt und dann auf einmal hier so ein Kaktus sieht, den man hier umrempeln kann, dann ist es schon true. Aber hallo? Oder kann man den umrempeln? Eigentlich nicht. Nee, kann man nicht. Jetzt weiß ich, warum ich auch da das letzte Mal... Oh mein Gott, den Kaktus haben wir schon mal getroffen. Oh mein Gott, ey. Ja, weiter umsehen. Irgendwo müssen ja die anderen Kakteen sein, wo noch was versteckt ist. Leute, seht ihr das da oben hinten? Das ganz hinten im Eck. Da, in etwa. Schön, da gibt es auch noch was. Ich war gerade noch unterwegs und bin in das Loch gefallen. Mit Absicht natürlich. Also wirklich mit Absicht. Ich wollte halt nochmal gucken, ob hier irgendwas ist. Weil ich kann mir daran erinnern, dass wir hier auch nur einen Stern hatten. Und zwar den Boss, glaube ich. Glaube ich jedenfalls. Und ja, da ist wirklich noch was hinten am Eck. Und den Goomba-Turm, den hatten wir hier auch. Stimmt. Also man muss eben irgendwie merken, dass es hier überall so mindestens zwei oder drei solche wunderschönen Dinge gibt. Oh mein Gott. Ich versuche mal bis dorthin zu kommen. So, jetzt sind wir endlich mal da. Warte mal, du musst mal hierher kommen. Oh mein Gott. Kugel, Willi! Oh, sehr schön. Jetzt müssen wir nur rechtzeitig und früh dorthin kommen. Oh ja, das war ganz schön knapp. Warte mal, für Münzen? Nee, oder? Ah, gucke mal eine an. Da hinten. Oh mein Gott, wie soll ich denn das Leben darüber schaffen? Vor allem, wie soll ich das da drauf... Hä, wie soll ich das da drauf schaffen? Ah! So, jetzt haben wir es aber auch. Meine Güte, darauf erstmal zu kommen. Die Truhe ist ein bisschen kniffliger zu finden. Junge, 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 Junge. Oh, ich glaube, hier unten ist noch etwas, oder? Als ob es hier noch irgendwas gibt. Ach so, nee, okay. Warte mal, lag da oben gerade was? Okay, Versuch Nummer 2. Wo bist du? Oh. Lol, man kann den kapern. Aber kann der sonst noch irgendwas? Lol. Achso, huch, das sollten wir nicht machen. Der verschießt unser Geld. Der Eklige. Aber hier gibt es sonst gar nichts mehr, ne? Nee, hier sind noch welche. Okay, kommen die unendlich wieder, oder? Oh mein Gott. Halt, da hat was geglitzert. LOL! Nein, 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 nein. Gib mir den Mond! Oh mein Gott. Der Fluch der Mumie. Ja, moin. Als ob. Hilfe, 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 Hilfe. Ich glaube, ich werde mal für euch rausgehen. Oh mein Gott. Lass mich hier durch. Wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit schon frage? Und zwar, warum hier so ein... Ist ein Loch? Wieso habe ich den Bereich voll? Wieso bin ich da immer vorbeigelaufen und dachte, das wäre ein Todesloch? Ja, okay. Schön zu wissen und zu sehen, dass da auch ein Mond steckt und wahrscheinlich auch die letzten paar lila Coins. Lol. Schön, wenn man genau aufpassen kann, wo es was ist. So, hier sonst noch irgendwas? Nee. Oh, 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 warte mal kurz. Das
habe ich jetzt aber nicht erwartet, dass die drunter kommen. Nein, 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 nein. So, aber wie komme ich denn da auf jeden Fall nachher hoch? Die zwei lila Münzen sind da noch. Die holen wir uns mal schnell. Aber wie komme ich denn ganz nach dort oben, ohne zu sterben? Okay, da ist aber schon die Röhre. Irgendwas. Nee. Muss ich Wandsprünge jetzt ausführen? Ja. Ach so, wow. Okay, ich hätte es schwieriger gedacht. Oh mein Gott. Jetzt aber nicht runterfallen, bitte. Ja, sehr gut. Schatz der Eishöhle. Okay, die haben wir aber. Hier gibt es doch bestimmt in dieser Area noch einen Stern, oder? Mond. Muss es ja eigentlich, weil die meisten Areas haben zwei Monde. Halt, war dahinter was? Nee, dahinter ist nichts. Das ist alles? Wirklich jetzt? Kann ich mir schon fast ja nicht vorstellen. Was passiert denn, wenn wir durch die Röhre gehen? Oh, dann kommen wir hier oben wieder raus. Okay, komisch. Ich glaube, ich muss da noch mal ein bisschen was überprüfen. So, wo ich das jetzt überprüft habe, habe ich noch eine Sache entdeckt, was wir hier drinnen vergessen haben. Auf jeden Fall kann ich euch definitiv sagen, da war wohl anscheinend wirklich nichts. Schade eigentlich. So, und zwar... der zeigt es schon an. Wir hätten hier... die Cappy draufwerfen können. Und warum macht er das jetzt nicht mehr? Ja, ja. Darauf wäre ich auch nicht gekommen. Aber Alter, man muss richtig viel auf alles achten, ne? Totenkopf im unsichtbaren Labyrinth. So, jetzt kann ich ja wieder hier raus, ne? Ich muss ja hier nicht hier drin verweilen, wenn wir nichts mehr haben. So, aber uns fehlen immer noch ein paar lila Coins jetzt. Ich denke mal, es werden auch nur Monde fehlen. Aber ich weiß nicht, wo die sein könnten. Ich habe jetzt schon alles schon zwei, dreimal durchsucht. Wir wüssten jetzt nicht mehr, wo noch was sein könnte. Im schlimmsten Fall müsste ich dann weitergehen, weil wenn ich jetzt am Ende meines Lateins bin. Ich kann nochmal den Vogel anquatschen, weil wir haben ja jetzt den Stern, den Mond aus der Höhle uns abgeholt. Aber was anderes würde mir halt nicht mehr einfallen, ne? So, sag mal an. Gibt's noch irgendwas? Das Geheimnis des Wandgemäldes. Das können wir, glaube ich, noch gar nicht machen, ne? Nee, warte mal. Wenn der sagt ja uns jetzt direkt, dass wir machen können. Das Geheimnis des Wandgemäldes? Warte mal kurz. What? Okay, ich wollte gerade sagen. Leute, die ganze Zeit höre ich da was so glitzern. Und dann ist hier doch ein Mond noch versteckt. Ich wusste noch, dass wir hier nur einen Mond hatten. Deswegen bin ich jetzt nochmal hier hochgegangen. Und deswegen habe ich nochmal geschaut, ob wir irgendwo was vergessen haben. Und hier hat es doch die ganze Zeit schon geglitzert. Und ich habe schon beim letzten Mal erwähnt, ihr habt, ey, was ist denn hier? Aber anscheinend habe ich es erst nicht gefunden. Ja, da sind die lila Coins. Ja, moin. Da sind einfach die lila Coins. Boah, Alter, diese kleinen Goombas, ne? Ich hab ein Problem. Nein, du Gumba! Ja, letzte lila Münze. Nein! Wir haben es trotzdem. Ja, warte. Hui, das bedeutet, wir können uns hier wieder reinzimmern lassen. Cool. Dann können wir uns vielleicht doch nochmal hier umschauen. Ich habe nämlich schon überlegt gehabt, irgendwie muss man doch noch reinkommen in die Pyramide, oder?
Ja, kommt man noch. Man sollte nur die Augen offen halten. Und ich bin da, glaube ich, schon 2-3 Mal durch vorbeigerast. Ich weiß nicht, warum ich das echt nie realisiert habe, ne? So, mal gucken. Weil in diesem Wanddings hatten wir auch keinen Mond gefunden. Das war ja nur so ein Übergang. Und safe wird da bestimmt auch noch einen Mond geben. Nur ich bin einfach blind gewesen. Und alleine der Vogel hat mir geraten, irgendwas im Wandsteinmuster muss es sein. Oder eine Wand. Und da dachte ich mir so, passt, glaube ich, ganz gut hier drin. Oder? Oder? Okay, warte mal. Also irgendwas muss ja sein. Mit dem Wandmuster. Hier geht's auch noch weiter. Oh, ohne den Vogel, ne, wäre ich so aufgeschmissen manchmal. Ehre an diejenigen, die geschrieben haben, dass da noch ein Vogel gibt. Lol. Als ob. Aber das habe ich doch bestimmt schon gesehen, oder? Nee, habe ich nicht. Ist es denn wenigstens der richtige Mond? Ja, mysteriöse Kampfmalerei. Ah, ich glaube, ich werde jetzt vieles mit dem Vogel noch weitermachen. Das ist sonst, also sonst werde ich hier niemals weiterkommen. Also unser nächster Tipp ist das Zimmer im Treibsand. Okay, Zimmer im Treibsand. Also ist doch noch in diesem Sand irgendwo was, ne? Also hier muss es ja denn irgendwas noch geben. Muss ich genauer unter die Lupe nehmen. Also, die Tipps sind manchmal echt ein bisschen knifflig, ne? Hier muss es irgendwas noch geben. Wenn ich mir hier so recht überlege, umsonst wird ja der Weg hier nicht sein, ne? Aber ich werde nicht untergehen und wenn ich untergehe, dann... Sterbig? Was ist denn da hinten? Warte, das... Leute, was zum Teufel ist das hier? Warum ist da so eine schwarze Lücke? Kann man da durch... Was? Darauf? Alter. Gar nicht schwer oder so. Ey, was zum Teufel? Okay, aber immerhin die Richtung habe ich ja schon mal richtig gehabt, aber darauf habe ich nicht geachtet. Cheep, cheep, ich brauche nochmal deine Hilfe. Weil das ist, also, was hier auf uns erwartet, ey, das ist ja... Da muss man ja Wissen haben ohne Ende, ey. So, sag mal an, was ist das nächste, was wir suchen? Das Geheimnis des Wandgemäldes. Was? Das Geheimnis des Wandgemäldes. Vielleicht hinten, wo wir das Wandgemälde hatten? Aber da waren wir doch, oder? So, also wenn ich jetzt nochmal ableiten werde. Geheimnis des... Wandgemäldes. Ein Wandgemälde kann ja nur noch das Ding hier sein, also das, wo wir hier, ne, im 2D-Modus sind, weil das letzte Mal hatten wir auch eins, das war da oben im 2D-Modus und das hieß auch irgendwas mit Wandgemälde. Ich kann, also das ist das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, deswegen gehe ich jetzt nochmal hier rein und schaue mich nochmal exakt um, ob hier nicht irgendwas noch ist. Weil hier hinter waren wir, dahinter war ja nichts. Ich muss nochmal gucken, das... So, das weichen wir alles aus, das ist ja kein Problem, aber trotzdem finde ich das halt ziemlich knifflig, die manche Rätsel. Aber ich glaube, dadurch, weil Wandgemälde ja schon eindeutig ist, sagt es ja ein jetzt und hier sind nur diese lila Coins. Hä, aber wo soll denn hier ein Versteck sein, bitte? Ne, dahinter ist auch kein Versteck. Ja, moin. Da ist auch nichts. Also jetzt mal ohne Witz, wo soll denn hier ein Versteck sein? Hä? Oh, wait. Warte mal, ist das Ding da gerade durchgefahren? Hä? Was? Ey, du musst jeden Winkel anschauen. Nur das hier ist ein Hinweis dafür.
Was zum Teufel? Ja, danke schön. Also... Bruder, was zum Teufel? Oh, Leute, es gibt keine Hinweise mehr. Wir sind durch mit dem Land. Ja! Hat ja auch nur fast 2,5 Stunden bei mir gedauert. Ich hätte den vielleicht doch noch mehr anquatschen sollen. Ich dachte mir so, ich finde schon irgendwo noch was. Nee, die Tipps sind Gold wert. Zumindest halbwegs. Man kann ja so ein bisschen in die Richtung gehen, aber... Ich weiß nicht, bei manchen Sachen, da komme ich halt einfach nicht so instant drauf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber da fehlt mir so das Wissen. Ach halt, mir fehlen doch noch die lila Coins. Nein, die müssen wir auch noch suchen. So, die Münzen, die wir noch benötigen, die befinden sich hier oben. Da sind nämlich noch ein paar lila Coins. Alter, aber da hochzukommen ist auch nicht ganz einfach. Jetzt so. Und damit sind wir schon bei 97. Uns fehlen also noch 3 letzte Münzen. Leute, seid mir jetzt nicht böse, ja? Aber bei den letzten 3 Münzen muss ich echt jetzt nachgucken, weil gar kein Schimmer hat. Wie soll man denn hier drauf kommen? Bitteschön, wie kommt man hier drauf? Am Ende der Karte und dann unterhalb. Wie, was? Ich weiß noch nicht mal, wie ich die einsammeln soll. So hier? Premium. Also, die paar Münzen, die waren mir jetzt sehr suspekt, muss ich gestehen. Finde ich jetzt nicht so toll, dass die vor allem am Abgrund liegen. Ich weiß gar nicht, wie ich die sonst einsammeln soll. Na gut, okay. Wenigstens, wir haben es und kaufen uns jetzt den restlichen Stuff mit. Und ich denke mal, wir ziehen uns jetzt mal wieder um. Nämlich ins wunderschöne Cowboy-Outfit ist mal was anderes, als die ganze Zeit mit dem Sombrero-Head rumzulaufen. Und den Rest des Stuff nehmen wir natürlich auch mit, damit wir im nächsten Part, meine Lieben, denn zur nächsten Welt können. Oder zur nächsten, ja doch, zur nächsten Welt, zum nächsten Land. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, mal was Neues zu erkunden. Und lasst mir doch gerne ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne und ciao.